Hallo Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Yonder. Halt, lauf nicht weg, ich wollte diese Folge mit dir sprechen. Wir wollten viel diese Folge machen und wir können viel diese Folge machen. Na Vera, gut gemacht, du hast als Konstrukteur die Künste der berufsgezogenen Gilde gemeistert. Okay, damit haben wir die Quest abgeschlossen, das ist okay. Du hast entdeckt Konstrukteurs Gilde Meisterabzeichen. Was? Und Schütze des Schmieds. Ach so, natürlich. Weil ich das Zeug für die Steinbrücke gemacht habe. Und das scheint wohl insgesamt einen höheren Wert als 1000 gehabt zu haben. Und das ist ja das Meisterabzeichen. So, bei dir können wir das eine Teil abholen für den Wolkenfänger. Hier, Reisender, brandneue Ersatzteile für den Wolkenfänger. Du solltest sie leicht montieren können. Viel Glück, ich lasse dich wissen, wenn wir je ein Gespenst loswerden müssen. Oh, mit Gespenst meinst du Grüffel? Nein, wie heißen die Dinger? Ich weiß es. Ich muss ganz kurz niesen. Kleinen Moment. Gesundheit, danke. Ich habe auch übrigens die eine Quest sehr falsch interpretiert, wo ich die ganze Zeit auf der Suche nach dem Arcadia-Eis war. Moment. Die markiere ich uns gleich wieder. Halt, da können wir ganz offensichtlich abkürzen. Und zwar, ihr seht ja da rechts oben, Arcadia-Eis 0 von 1, aktiviere die Säulen, um die Tür nach Arcadia zu finden. Und um die Tür zu öffnen, brauchen wir ja irgendeine Speise, die wir kochen müssen, beziehungsweise irgendeine Suppe, glaube ich. Und ich war der festen Überzeugung, dass wir das Arcadia-Eis dafür brauchen, aber das brauchen wir überhaupt nicht. Das Arcadia-Eis ist das, was wir im Endeffekt brauchen. Jetzt muss ich ganz kurz gucken. Feuerwasser, hieß das so? Können wir wohl ganz normal herstellen. Hier nicht. Hier definitiv nicht. Hier, nö. Hier, Feuerwasser. Dafür brauchen wir ein Brauerset und Öl. Das Brauerset, da müssen wir wahrscheinlich der Brauergilde für beitreten, schätze ich mal. Und die Brauergilde wird sich in, wie heißt der Ort, Ingelnug, glaube ich, befinden. Moment, war da eine Erzader? Da ist eine Erzader. Nur damit wir die Nebenquests dann auch gleich abgeben können. Also den Stein der Weisen. Fehlt jetzt nur noch eine Erzader. Und so schließt sich der Kreis dann. So haben wir dann im Endeffekt quasi fast alles, was wir brauchen. Jetzt muss ich nur schauen, wer zur Brauergilde gehört. Aber ich sehe ein Ausrufezeichen. Das ist ein gutes Zeichen. Ein Ausrufezeichen ist mein Lieblingssatzzeichen. Wenn man ganz viele macht, kann man damit ausdrücken, dass man sehr wütend ist. So, Ausrufezeichen. Das Ausrufezeichen kommt von dir, aber dein Rucksack ist voll. Ja, das ist sehr schön für meinen Rucksack. Ich kann vielleicht was tauschen? Halt, wo ist der Händler hier? Hier drüben, falsche Seite. Ich habe gerade den Ort leider spiegelverkehrt gesehen in meinem Kopf, aus irgendwelchen Gründen. Hast du irgendwas sehr Teures? Festivalsaft, ja, von mir aus. Das ist halt ein totaler Wertverlust dann von den Gegenständen. Kann ich irgendwas herstellen? Ich schau mal, ob ich nicht einfach irgendwas craften kann aus dem Zeug, das ich habe. Groffelmilch und Kohle wird zu warmer Milch. Nein. Was mache ich? Ach so, ja, richtig. Ich habe ja keinen Platz in meinem Rucksack. Kann ich irgendwas, wovon ich eins habe, einfach wegwerfen? Reisehose ist eigentlich auch nichts wert.
Haarknoten. Ist alles hier, guck mal. Kann ich das nicht einfach ausrüsten? Ich kann nicht auf jeden Fall ausrüsten. Guck mal, hier können wir unsere Abzeichen ausrüsten auf jeden Fall. Du hast nicht genug Platz in der... Ah! Ah, komm hier, keine Ahnung. Was ist das? Ein dekoriertes Ei, 1000 wert. Huiuiui. Hier, wirf den Dünger weg. Keine Ahnung, ist mir doch egal. Fancy. Nein. Es ist definitiv ein Nein von mir. Ich habe doch hier gerade eben neue Ausrüstung gekriegt, oder nicht? Bin ich gerade blöd. Also ich bin immer blöd, aber ihr wisst, was ich meine. Kann ich mir damit Shortcuts machen? Moment. So, ich könnte kochen. Davon kann ich nichts herstellen. Ich könnte hier Sachen herstellen. Ja. Oder ich mache einfach gar nichts. Oh, sag, Kuh, der Farbenfrohe sagt, du bist noch nicht fertig. Das ist richtig, weil ich eigentlich anscheinend der Brauergilde beitreten muss. Oder kann ich bei dem Händler das Ding kaufen, was ich hier brauchte? Das Brauerset. Geht das? Hast du ein Brauerset für mich? Du hast auf jeden Fall Öl. Öl brauchte ich ja auch. Krimskrams, aber du hast kein Brauerset. Das ist natürlich nicht so cool. Ein bisschen Shampoo anbieten. Was ist das? Ach, Farbstoff. Schneiderset. Keine Ahnung. Und... Die Beatles-Gedenkfrisur. Und... Hier... Keine Ahnung, ich will nur Zeug loswerden. Und hier. Wo kriege ich jetzt aber ein Brauerset her? Versuch gar nicht erst Jagd, war ein Springmo. Ja, von mir aus. Ich würde aber... Kann ich hier nicht der Brauergilde beitreten? Bist noch nicht fertig. Womit bin ich noch nicht fertig? Ich brauche das Brauerset für meine Hauptquest. Finde den Schneidermeister. Was? Ach so, ja, richtig. Wegen Ding, natürlich. Hier gibt es aber... Wo kriege ich ein Brauerset her? Das muss ich doch hier in der Stadt herkriegen, oder nicht? Ah. Ach so, ja, richtig. Du warst die gruselige Frau, die einen Bart haben will. Aus Gründen. Hier kann ich angeln. Hier ist doch ein Ausrufezeichen.
Ich weiß halt leider nicht, wo ich das Brauerset herkriege, das ich brauche, zwangsläufig. Habe ich das irgendwo übersehen, dass ich das... Wie sieht das denn aus? Das muss ich ja eigentlich... Das muss beim Brauer-Ding drin sein. Das kann ja nicht hier irgendwo... Das wird keinen Sinn ergeben, wenn es hier bei den Schreinern drin wäre. Und hier sind ja die Brauer. Hier ist eine Schatzkiste. Dich habe ich gesehen, definitiv. Hilfe! Ich brauche Hilfe! Ist hier irgendwas? Nein. Nirgends, nirgends. Mach mal ganz kurz einen Schnitt. So. Allem Anschein nach hatten wir hier doch noch eine Quest offen bei dem, die uns aber nicht angezeigt wurde im Questlog aus irgendwelchen Gründen, die ich jetzt gerade eben im Internet rausgefunden habe, für die wir ihm Zeliumblumen und Blaubeeren bringen müssen, was ich wohl irgendwie total vergessen habe. Die habe ich jetzt gerade beim Händler gekauft. Kuh der Farbenfrohe sieht in dem Gesicht an, dass du alles hast. Nimm nur diesen Tontopf und Rezepte für Farbstoff und Brauerset. Komm zurück, wenn du Farbstoff blau gemacht hast. Ja, Farbstoff blau interessiert mich tatsächlich relativ wenig, muss ich dir ganz ehrlich gestehen, alter Mann. Ich brauche das Brauerset. Und kann damit Feuerwasser machen und von mir aus auch einen blauen Farbstoff. Komm her. Nimm diese Rezepte für blaues Feuer. Viel Spaß. Komm zurück, wenn du das Feuer weggezündet. Danke. Lebe die Wunder der Brauergilde. Ich habe eigentlich kein Feuer. Egal. Nun gut, nehme ich so hin. Gesellenabzeichen Brauergilde. Ja gut. Wenn du meinst. Auf jeden Fall haben wir jetzt das Feuerwasser hergestellt. Das heißt... Wir können hier draußen die Statue aktivieren. Was zum... Okay. Das ist ein cooler Laser, den du da hast. Ja, das habe ich mir fast gedacht, dass es im Endeffekt so aussieht, dass dann eine Statue zur nächsten leuchtet und wir die halt so aktivieren müssen. Halt. Kann ich euch? Ja, euch kann ich einfach zerkloppen. Klonk. Klonk. Ah! Ah! Nein! Nochmal. Das versuchen wir nochmal. Was schreit da so? Aggressiver Vogel. Der strahlt darüber. Dann aktivieren wir ganz kurz den da drüben. Hier. Der wird dann zu dem da strahlen, schätze ich. Und der dann zum Eingang, oder? Ja, natürlich. Aber ich meine, kommt. So versteckt ist der Eingang jetzt nicht. Ob der Ort existiert, wissen wir nicht, weil noch niemand hat den Eingang gefunden. Hallo? Na gut. Dann hinein mit uns. Oh Gott, hier geht es tief runter. Ich habe ja vor... Oh, wie schön.
Ich habe ja vor Tiefe genauso Angst wie vor Höhe. Oh, wie schön. Ich kann hier nicht interagieren. Da haben wir auf jeden Fall noch eine Düsternis, die ich ganz kurz beseitigen werde. Komm, geh weg. Und noch eine Erzader. Das müsste die letzte sein. Jetzt müssten wir alle haben. Galaxie-Shampoo. Ich glaube, das benutze ich einfach aus Prinzip. Let's go. Was haben wir denn hier? Ölfleck-Shampoo, Regenbogen-Shampoo. Und komm, dann... Das war falsch. Ziehen wir auch noch den Hut ab. Weil wir es können. Männlicher Mann sind wir. Mit bunten Regenbogenhaaren. Sehr männlicher Mann. So, aber da scheint das Arcadia-Eis zu sein, welches wir brauchen. Und ein Geist. Oh, hey, ein Mensch. Auf der Suche nach einem Stück Arcadia-Eis. Viel Glück. Das Arcadia-Eis ist von gewöhnlichem Eis eingeschlossen. Obwohl, jetzt wo du es sagst, vor langer Zeit haben die Menschen auch einen Weg gefunden. Aber ich weiß nicht mehr welchen. Ich weiß nur noch, dass es mir in den Ohren gedröhnt hat. Ja, Hammer, vermutlich. Oder Explosion. Warum ist denn... Achso, ich hab... Euch kann ich... Das hier kann ich nicht zerkloppen, oder? Das wäre zu einfach. Kann ich nicht... irgendwie Sprengstoff herstellen oder so? Naja, vielleicht einfach so eine... Rakete. Ich hätte noch welche gehabt, oder? Funktioniert das? Klappt das? Irgendwie hat es nicht so funktioniert. Ich probiere es mal mit einer anderen Farbe. Los, rot. Rot muss funktionieren. Also sagen wir es so, in den Ohren dröhnen tut es auf jeden Fall. Aber das tut so ein Hammer auch. Kann ich noch was anderes in der Art herstellen? Schneid... Upsa. Sieht nicht danach aus. Ha, schade. Dann würde ich aber trotzdem sagen, beende ich an der Stelle mal ganz kurz die Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Ja, dann lasst ein Däumchen nach oben. Da würde mich sehr freuen, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.